Ja, schönen guten Tag, meine Damen und Herren. Hört man nicht? Soweit ja. Ne? Also an dem Vortrag habe ich länger gebastelt, habe Respekt vor dem Thema. Und vom ersten Eindruck her, das kann eigentlich nichts werden, nicht chemisch und integriert. Also man, es knuspert irgendwie, weil man ist so drin in den Denkschemata. Also ich mache jetzt hier nichts Neues. Ne? Ich habe mich, um den anderen Rednern auch nichts vorwegzunehmen. Ne? Mit dem Titel wären wir ja schon fertig nach dem ersten. Ja? Und deswegen mache ich das nur als angebrütet, ne, und mache eher mal den großen Bogen. Ne, weil immer, wenn man so ein brisantes Thema hat, dann ist es immer günstig, ein paar Schritte zurückzugehen und den Blick fürs Ganze nochmal zu haben, wie so ein Ölgemälde. Ne, und ich hoffe, es gelingt. Gut, also grundsätzliches, was ist Landnutzung? Schlüsselfaktor Stickstoff, also der pflanzenverfügbare. Ne? Molekularen Stickstoff gibt es hier genug in der Luft. Dann diese Konzeptbausteine, die man dort einsetzt. Und ich habe mal, ich sage es jetzt mal ein bisschen lustig, ne? Als Active Ingredient Raum und Zeit. Ja? Das ist etwas, was man gar nicht kennt, ne? Aber was im Kanister drin ist, AI formuliert und so. Und ich staune immer wieder, wie viel man aus so einem Thema rausholen kann. Ne? Also ich beschäftige mich mit der Sache länger. Ne? Das hört sich dermaßen unvorstellbar an. Und ich will nur zwei Beispiele, Möhrenanbau im Feldgemüsebau und Gemüseerbsen. Mit diesem Thema beschäftige ich mich einfach schon länger und es ist besser, bei seinen Leisten zu bleiben. Und dann gucken wir uns die Herausforderungen eben an, ganz kurz noch, welche Weiterungen sind vielleicht nötig, wünschenswert, vielleicht will man die auch gar nicht. Und wir gucken uns Ansatzpunkte an. Also, das ist die natürliche Vegetation. Ja, ich habe das mal von diesem Braunkronenlehrpfad mal aufgenommen. Hier hat man so ein halbwegs naturähnliches. Ne? Das ist ein sehr junger Climaxwald. Ne? Der braucht noch 1000 Jahre. Aber die Pflanzendecke als solche regeneriert die Bodenfruchtbarkeit auf den Quadratmeter stationär. Der Wald düngt sich selber. Und das geht über Jahrtausende. Also nachhaltiger kann man Landnutzung als Baum zumindest nicht betreiben. Und die anthropogen beeinflussten Standorte haben eben Arteninventare, die eigentlich aus Steppen kommen. Deswegen heißen die auch azonale Arteninventare. Die entsprechen nicht der Klimazone, die ja die sommergrüne Laubwaldzone ist. Und was man als Landwirt macht, man wechselt jetzt Pflanzenbestände in einem Zeitintervall. Einmal die Pflanze, dann die Pflanze im Jahreswechsel. Und das nennt man Fruchtfolge. Also als Landwirt ist man jetzt als pflanzensoziologischen Blickwinkel ist man eigentlich ein Crop Manager. Ja, man lenkt die Sukzession, die Förster machen das schon lange und man ist daran interessiert, diese Dynamik der Spontanbegrünung im Acker in die Nutzpflanze zu lenken und möglichst wenig unerwünschten Pflanzenwuchs, genannt Beikraut oder Unkraut, wie man es will, dann zu haben. Und man ist in verschiedenen Vegetationsstadien drin. Hier die Verbuschungszone, also ich will Obstbau mit Himbeeren und so weiter nicht da als verbuscht bezeichnen, aber man ist daran interessiert, diese Sukzessionsstadien so in dieser Phase zu halten. Ein Blühstreifen zum Beispiel, Gartenbau, Nützlingsförderung, das vergrast, da muss man wieder nach, dann kommen die Mäuse da rein. Also man ist hier ständig pflanzenbaulich unterwegs und ein Landwirt ist eigentlich ein Crop Manager. Ja, ein angewandter Pflanzensoziologe. Die Erwerbstätigkeiten, die zur Gewinnung von rohen Naturerzeugnissen sind Urproduktion. Ne? Seit dem Neolithikum, also Ackerbau, ne, ist man immer daran interessiert gewesen, ne, das Ökosystem irgendwie zu intensivieren. Ne? Das sind so die Worte, die man hat, nachhaltig oder nicht. Dreifelderwirtschaft war nur eine Brache und sehr ineffizient. Und das effizienteste System, was wir zurzeit haben, ist das mit dieser Kleegrasphase, wo man die Leguminosenfixierung nutzt. Hier ist sozusagen der N-Gehalt im Boden und davon zehrt man dann eine Weile und geht dann sukzessive in den Abbau und so gestaltet man die Fruchtfolgeglieder stark Schwachzehrer und dann muss man das ganze System wieder zurücksetzen. Eine Fruchtfolge begleiten wir hier ganz kurz, Kartoffel, Möhre, rote Beete, das ist eigentlich das, was jetzt den Gemüsebau ist, Winterweizen und dann muss man das Ganze wieder zurückbringen als Regenerationsphase und dann ist man wieder dort. Das ist eigentlich eine neunjährige Fruchtfolge, wie wir sie auf der Domäne Frankenhausen, unserer Uni-Lehrbetrieb, haben, weil einjährig Kleegras sich dann anschließt, das Ganze nochmal und dann ist man erst wieder oben bei der Luzerne. Der Trick der ganzen Geschichte ist, dass man das Bodenkompartiment als Stickstoffspeicher nutzt. Also hier ist das ein Zwischenspeicher, der langsam über die Fruchtfolgeglieder das abgibt, was man mühsam aufgebaut hat. Und
Bodenleben ist das gleiche Wort wie Bodenmikrobiom, aber der Begriff ist neu entdeckt worden und deswegen nehme ich das jetzt hier mal. Humusaufbau und dann Humuszehrung, ja, das sind die beiden Sachen, die da eine Rolle spielen. Und gleichzeitig ist es auch die Unkrautkur, die man braucht, um eben Samen und Wurzeln und Kräuter so weit zurückzudrängen, dass es bis zur ganzen Schleife bis nach oben hin wieder reicht. Stickstoffabbau, Pflanzenschutzprobleme nebenzu und so setzt man das System zyklisch sozusagen dann wieder auf den Stock. Und auch die Pathogene, also was wir alles hier im Postern schon gesehen haben, also Antagonismen, Konkurrenz, Symbiosen, Mykorrhiza, all diese Sachen finden im Boden statt während jeder Fruchtfolgephase. Man kann so ein Ökosystem intensivieren weiter und das ist eben mit externen Stickstoffinputs gemacht worden. Also die Entdeckung dieses Haber-Bosch-Verfahrens hat es ermöglicht eben, diese N-Aufbauphase zu überspringen. Also ich brauche das Kleegras jetzt nicht mehr, weil ich ja sozusagen direkt an die Wurzel dünge. Und das ist eine bedarfsgerechte Aufdüngung, klar, ne, aber es ermöglicht auch die Abfolge von Starkzehrern. Und so sehen die Fruchtfolgen zumindest in Nordhessen oft aus, sehr winterungsbetont, Winterweizenstarkzehrer, Winterweizenstarkzehrer, Winterraps, kann man eine Gerste oder ein Mais geben, aber alles Starkzehrer, die ich hintereinander koppeln kann, was sonst eigentlich ohne externen Input nicht gehen würde. Also die Stickstoffbereitstellung definiert eigentlich die Fruchtfolgegestaltung. Hier gibt es natürlich auch ein Bodenkompartiment, was auch durch Wurzelexudate etwas macht. Das ist ja nicht steril. Es gibt auch hier das Bodenmikrobiom. Es gibt auch eine Unkrautkur. Immer wenn ich Boden bearbeite, habe ich ja auch einen Einfluss auf die Unkräuter einjährig oder mehrjährig. Aber die Bodenmikrobiome sind was völlig anderes, als wenn sie aus so einer Ökofruchtfolge kommen. Und so entstehen eben reine Ackerbaugebiete, die nie sozusagen eine Ruhephase über dieses Kleegras eben haben. Schlüsselfaktor N, ich habe mir nur mal eine längere Zeitachse in Büchern rausgesucht und das war der Herr Reichholf. Ist es erst 1 Uhr? Tatsächlich, da muss ich vielleicht nicht ganz so schnell reden. Ich habe mir die Zeitachse 1880 bis 2000 mal angesehen und was diese N-Entnahmen, also das sind die Stickstoffentzüge, die eigentlich den Züchtungsfortschritt und die Ertragssteigerungen indirekt widerspiegeln. Je mehr Ertrag ich habe, desto mehr entziehe ich. Es ist aber so gewesen, 1800 bis zu diesem Kipppunkt 1960, dass man permanenten Mangel hatte. Und Mist, Gülle, Mineraldünger reichten nicht aus, um das zu kompensieren, was man entzogen hat. Das sind so die Bilder, Laubstreu von dem Wald, dann auf den Acker. Also das war eine Mangelbewirtschaftung und eigentlich eine permanente Übernutzung. Dann kommt der Kipppunkt und dann sind wir jetzt sozusagen in dieser Überschussphase, wo wir durchaus, das sind die normalen guten fachlichen Praxiswerte, dass wir sozusagen einen permanenten Überschuss in der Landschaft haben. Was Gewitter, Atmosphäre, Stickoxide noch von oben bringen, 30, 40 Kilo, egal, das ist jetzt nicht berücksichtigt. Und ich finde, dies spielt ganz gut, mal zu sehen, wo wir gerade stehen und Düngeverordnung und diese Dinge spielen ja auch mit rein. Also Mangelphase, Überschuss. Ich wollte eine Sache noch sagen, die fällt mir gleich ein. Das justuste Minimumgesetz, das gilt 1880 genauso wie hier. Und was man eigentlich gemacht hat damit, das ist, dass man sozusagen zu jeder Zeit dafür gesorgt hat, dass Mangel niemals entstehen kann, weil ich ja Überschuss habe. Das hat ja Liebig bestimmt so nicht gemeint, aber das ist die gute fachliche Praxis zur Zeit und die Sachzwänge, die dazu führen, die sind durchaus auch bekannt. Gut, das macht 1,6 Millionen Tonnen Stickstoff, Kalk, Ammonsalpeter bundesweit, jedes Jahr. Und wir haben hier einen Überschuss, das ist sozusagen schraffiert gedacht, von 60, 120, es sind nicht alle Regionen gleich, aber ich wollte wenigstens bis 2018 diese Achse nochmal mir vergegenwärtigen. Und N-Output-Input-Relation ist nur die Hälfte. Also wir nutzen von dem Stickstoff für den dann bevorstehenden Entzug eigentlich nur die Hälfte. Diese Art Stickstoffüberschuss und dann Fruchtfolgegestaltung macht natürlich für Pflanzenschutz durchaus etwas. Ganz kurz, warum wird ein Schädling oder eine Krankheit zur Krankheit? Erstmal nutzen Sie Nutzpflanzenbestände.
Die gab es natürlich auch vorher schon, ne, diese Organismen, aber wenn man Landwirtschaft betreibt und eben diese Pflanzen anbaut, konzentriert, ne, dann ist dieser Konflikt dann da und da hat man so eine Ressourcenhypothese sich überlegt, ne, wo man sozusagen das beschreibt, ne, als Ursache, warum etwas schädlich wird. Der zweite Faktor, der wichtig ist, man braucht irgendwie abiotische und biotische Begrenzungsfaktoren. Ne, wenn die unzureichend sind, dann können sich solche Schädlinge und Krankheiten aufbauen. In der Fruchtfolge langsam oder schon im ersten Anbauzyklus, das hängt ganz davon ab. Und wie das immer so ist, wenn man es kontrastiert hat, ne, es ist immer beides. Ne? Also diese Natural Enemies und Ressourcenhypothese im Endresultat Herbivore als R-Stratege. Denken Sie mal, es sind oft kleine Tiere, ne, aber Blattläuse, eine reicht und dann geht das mit R für Reproduktion. Also die haben die Meisterschaft der Massenvermehrung wirklich in der Hand. Und wenn dann noch Begrenzungsfaktoren zwar da sind, aber zu langsam sind, das ist das Normale, ne, dann schießen die nach oben und so haben wir den Schädlingsstatus aus diesen beiden. Gut, mineralische Düngung erhöht die Produktivität, das ist klar. Die monetäre Wertigkeit im Acker, die steigt auch. Ne, und das ist für einen Landwirt Stress. Ne, also es wächst da etwas, eine Ertragserwartung ist da ganz groß. Und ich habe mal ein Bild aus der Zeitschrift, die es noch lange gibt hier, ne, die gab es schon 1949 aus der gesunden Pflanze. Und da hat mich diese Annonce sehr angetan, weil das eben 1949 Nachkriegszeit, Hunger, Produktivitätssteigerung, ja, und dann sozusagen kein Absammeln mehr, ne, dieses physikalische Absammeln mehr, Schulklassen und so weiter. Ne, und hier dieser Landwirt, der wäre jetzt mein Vater 15 Jahre alt gewesen, das ist gar nicht so lange her. Da hatte der Landwirt wirklich, ne, mit diesen Wirkstofflösungen, die dann auf den Markt kamen, ne, sozusagen den verhinderten Ertragsverlust voll zurückgekriegt. Ne. Das war eine sehr befriedigende Situation und das hat dazu geführt, dass man eben lange Zeit auf diese Einzelkomponentenansätze, ne, geschaut hat. Ne, bis heute ist das so, das hat sich nur das Vokabular etwas verschoben. Hier ist gemeint zur Vernichtung, ne, jetzt heißt das vielleicht eher zur Regulierung, ja, oder zur Pflanzenbehandlung. Ne, also man meidet dieses Wort Gift. Ne. Dieses Wort Gift ist nur deswegen hier genommen, kein Gift, weil man diese alten Kalkarsenat, ja, von Arsen, ne, noch im Kopf hatte, dass es dem Landwirt nicht giftig ist. Weil DDT ist etwas säuger-human-untoxisches und nachhaltig weit und keine Geschmacksbeeinträchtigung, das war ein Fortschritt. Und an diesem Bild sieht man eigentlich, wie sich moderne Landwirtschaft sukzessive eigentlich auch verändert. Also es kommt immer auf den Kontext an und der ist hier zu besprechen. Ich gehe mal ganz kurz als Rückblick nochmal, wie ist diese Pflanzenschutzgeschichte gewesen? Ist in jedem Lehrbuch drin, ne? Ich habe mir mal so ein biologisches genommen und in diesen Cash Crops, also die sozusagen auf Export getrimmt waren, so wie das Baumwolle, ging das in allen Sachen immer so voran, dass wir diese Subsistenzphase hatten, wo alle eigentlich zufrieden waren, aber auch eine geringe Bevölkerung, moderate Erträge, Selbstversorgungsgrad ist hoch. Dann kommt die Intensivierung, das ist schwer zu übersetzen, was Exploitation heißt, Verschiedenes. Aber sagen wir mal eine Kommerzialisierung, Hochertragsstrategie, also nicht höchst, das ist was anderes, aber Hochertragsstrategie. Und dann muss man auch Pflanzenschutz machen, um das zu verteidigen, was auf dem Acker steht. Und dann kamen diese schwierigen Geschichten mit Krise, Minderwirkung, Dosierung, Wirkungsverlust, Ertragsausfall, Produktionsausgabe. Das hat man sozusagen in allen Baumwollregionen, Zuckerrohr, genau sowas. Also alles Cashcrops, die wirklich dafür getrimmt waren. Und da ist man dann durchgegangen. Und diese Erholung, man hat alles nochmal überdacht. Ne? Und daher kommt jetzt der integrierte Pflanzenschutz, dass man über die anderen Wirkungen nachdenkt. Die Frau Carson, ne, hat ja moderne chemische Verfahren versus nicht chemische Verfahren, also dieses Artensterben, was es auf ganz anderem Niveau früher gab. Die Diskussionen sind identisch. Ne? Also dieser Wiedererkennungswert dort, der ist gewaltig. Und eingeführt wurde dann eben IPM, ich nenne das jetzt so, ne, Integrated Pest Management, also natürliche Begrenzungsfaktoren, die sind integriert. Man braucht dafür selektive, nützlingsschonende Mittel, umweltfreundliche und eben dieses Schadschwellenkonzept. Die Schadquellenkonzept ist sehr wichtig, deswegen wollte ich die Formel einfach nochmal, obwohl das ja viele kennen, ne, nochmal ganz kurz aufgreifen. Behandlungskosten teilen sich durch den Marktwert, Euro pro Kilo, ne, Ernteverlust, Wirkungsgrad.
Hier die englischen Abkürzungen Cost, ja, Value und Damage, ne, mal Wirkungsgrad. Der Wirkungsgrad wird so eingesetzt, dass man 100% für eins, dann ändert sich nichts. Wenn das ein schlechter Wirkungsgrad ist, also nur die Hälfte, ja, dann steht hier 0,5 und das verdoppelt sich, die Schadschwelle nach oben. Und wenn man die Einheiten weggekürzt hat, hat man Anzahl Schadraupen pro Fläche. Ne? Das sind die Dimensionen, die dann überbleiben. Und man muss dieses Schema jetzt, also halber Marktwert oder doppelter oder Behandlungskosten steigen, dann ändert sich auch dieser Grenzwertnutzen. Im Pflanzenschutz sind ja viele aus der Beratung auch da. Ne? Diese Bekämpfungsschwelle ist nochmal was anderes, weil man muss ja wissen, was der zu erwartende Schaden ist. Wenn ich jetzt gegen kleine Schadraupen angehe oder ein Eiparasitoiden habe, ne, da muss man sozusagen früh wissen, jetzt wird es gefährlich, und dazu sind die Offizialberatungs- und Warndienste hervorragend ausgerüstet. Ne? Kosten senken, Umweltentlastung, so wenig wie möglich, so viel wie nötig, das ist ein Grundsatz, der gilt für alle Pflanzenschutzsysteme. Okay, gucken wir uns mal Wirkstoffverbrauch in Deutschland an. Das ist hier eine Zeitachse, die habe ich von dieser Internetseite. Und man kann sagen, um die 30.000 Tonnen pro Jahr, ziemlich konstant. Das ist das Einzige, was diese Folie sagen soll. Wir haben hier seit 1977, dann hört die DDR auf und dann bis hier 2017. Dieser obere Teil, das sind inerte Gase, Vorratsschutz, Vorratslager, Begasung. Das spielt jetzt keine Rolle. Aber hier unten, diese Schraffierten, die sind hier wichtig. Solche Grafiken sagen viel und gleichzeitig gar nichts. Das ist so eine Diskussion, ist das Glas noch halb voll oder schon halb leer? Aber was zum Beispiel diese Balken nicht abbilden, ist dieses Austauschen von Komponenten. Organochlorine, Pyrethroide, dann die systemischen Organophosphate, dann Neonicotinoide, auch ein bisschen BT dabei. Also das zeigen diese Balken nicht. Und je nach Interessensgruppe, wo man sich so eine Grafik anguckt, ja, sagt man zum Beispiel im Agrarhandel, das ist unsere verlässlichste Einnahmequelle, ne, und die brauchen wir. Die anderen sagen, der Nationale Aktionsplan Pflanzenschutz, der tut viel zu wenig, das muss doch runtergehen. Ne? Die Offizialberatung sagt, wir haben das Maximum ausgeschöpft, ne, was man an Einsparungen machen kann. Ne? Und so kann man es drehen oder wenden, wer will. Was stehen bleibt, ne, ist bei uns hier Herbizide, Fungizide, weil wir feuchte Klimaten haben, das ist ein bisschen höher. In den Tropen kommen die Insektizide nach oben, da ist es etwas trockener, aber sonst kann man eigentlich nur sagen, es besteht in Deutschland Direktbekämpfungsbedarf. Punkt. Das war's. Und ne, das ist ziemlich konstant. Ne, ich wage jetzt keine Prognose, aber die Sachzwänge sehen so aus, dass man offenbar das so machen muss. Und die ökologische Landwirtschaft jetzt, ne, die ist sozusagen von der Subsistenz in die Intensivierungsphase rein. Und es treffen genau diese Intensivierungssachen auch zu. Ne. Man kann das auch industrialisierte Produktion nennen, weil homogene Produkte, arbeitsteilige Verfahren, automatisierte Verfahren, all diese Dinge spielen auch eine Rolle. Bis auf einen Faktor, ne? Direktbekämpfung gibt es auch, nur mit anderen Wirkstoffen eben, aber Direktbekämpfungsbedarf gibt es da auch, ne? Aber man hat keine externen Inputs genommen. Also der Ökolandbau verzichtet freiwillig auf mineralische Dünger, hat den Pferdefuß mit der Kleegrasphase, ne? Aber das ist der Hauptunterschied, und an diesem Faktor, da kippt jetzt das ganze Anbausystem, da kann man das eigentlich drauf buchstabieren. Ich habe jetzt von einem Herrn Wiss, der beim Fiebel in der Schweiz ist, das nehme ich in der Vorlesung immer sehr gern, weil das so ein Stufenschema ist. Und dieses Pflanzenschutzkonzept, der Rahmen hier drumherum, ne, Annual Review, hier der Wies, der ist in 10, wo es um Organic Farming und Pest Control geht, der ist hier dieses Konzept mit reingenommen worden. Das baut sich so auf, dass wir einen direkten und einen präventiven Teil haben. Und als semantischen Eindruck hat man hier unten jetzt einen ganz dicken Balken gelegt. Pflanzenbau, Fruchtfolge, Sortenwahl und so weiter. Das ist nicht mit Zahlen unterlegt, kommt trotzdem in einem Peer-Reviewed Journal, ja, aber es gibt gerade nichts Besseres. Und dieser Balken soll eben zeigen, wie sehr man auf diese Sachen Wert legt. Dann kommt genau diese Ressourcen- und Gegenspieler-Hypothese rein. Wenn ich eine Ressource verdünne, mit Mischanbau zum Beispiel, ja, haben es die Herbivore etwas schwieriger. Ne? Ob das klappt, ist eine andere Sache. Aber Gegenspielerförderung, Nützungsförderung, Blühstreifen, ne? Diese beiden Sachen, da modifiziert man ein Anbausystem nach. Ne? Haben wir auch ein paar Poster dazu. Und dann geht man eben direkter Kauf. Nützlinge kann man kaufen. Gewächshäuser unter Glas ist da sehr beliebt. Und dann kann man Wirkstoffe, in diesem Fall biogenen Ursprungs, auch da nehmen.
Was in dem Schema fehlte, ich ergänze das mal, das sind physikalische Maßnahmen. Also man kann auch mit Temperatur, Kälte oder Wärme was machen. Und man kann auch physikalisch absammeln. Da gibt es manchmal ganz überzeugende Konzepte, anstrengungslos, besprechen wir gleich. Ich blende jetzt mal das englische Original ganz kurz ein, weil ich darin zwei Sachen besprechen möchte. Und das ist das hier. Das war hier aus 2007, also nicht transgen oder genetisch modifiziert. Ich muss das hier anwenden, weil Sortenwahl ist so eine zentrale Stellgröße. Das steht deswegen extra drin. Ich wollte es mal so verdichten, dass man es möglichst für die gesamte Publikum hinbekommt. Es geht hier um Sortenweiterentwicklung, egal wer das macht, on-farm. Also Züchterprivileg, ich darf mit einer Sorte was kreuzen. Darum geht das, dass der Landwirt oder auch ein Züchter in der Lage ist, ein kleiner Züchter, mit Saatgut weiterzumachen und auf dem Züchtungsfortschritt der Vorgänger aufzubauen. Das schon alles. Und Mating Disruption ist so eine Ausnahme, ne? Also wo man über Paarungsstörung, so heißt das übersetzt, also mit Pheromonen die Duftfindung von Männchen und Weibchen im Obstbau verhindern will. Und das sind naturidentische Stoffe, die eine einzelne Komponente aus diesem Duftgemisch, was so dann Obstmottenweibchen so abgeben, herausgenommen ist. Das ist was Synthetisches. Ja? Das gehört hier eigentlich gar nicht rein. Man hat sich aber da mit Winzergenossenschaften und so weiter darauf geeinigt, dass diese Substanz als solche vom Schreibtisch aus als 12-kettiges Kohlenstoffacetat nicht so schlimm sein kann. Das ist so ein bisschen so wie Akalyk oder so. Man sieht nach Papierlage schon, aber es ist ein Pflanzenschutzmittel. Und ich habe hier trotzdem mal hier synthetische Wirkstoffe als Phase 5 obendrauf gesetzt. So ein bisschen mogelt sich das da rein. Und es gibt einen schönen Review-Artikel von dem intensivsten Obstbauanbieter Nordtirol, das Eschtal. Und der Peter Witzgeil hat hier mal so diesen Rückblick in diese Pheromoneinführung. Also hier sind sehr viele öffentliche Gelder reingeflossen. Und das Schöne an diesem Beispiel ist, dass öffentliche Förderung ein Verfahren flächendeckend ermöglicht hat, was beide integriert und ökologisch nutzen. Also da sind in diesem Eschtal die Koexistenzfrage, die ist da hervorragend gelöst und nicht nur das, es profitieren alle davon, weil die ganze Region sozusagen unter dieser Pheromonstrategie läuft. Und so stützt sich das, das ist so ein bisschen Area-Wide Pest Management, was hier drin steckt. Und das ist eben ein schönes Beispiel, wo man sozusagen, ich finde auch Pflanzenzüchtung, wenn alle Parteien davon was hätten, also öffentliche Fördergelder für Züchtung. Und das wäre der Idealfall. Und deswegen, mit Sorten wird sehr viel passieren in nächster Zeit. Und das wäre schön, dass man diese nicht nur diese Koexistenz hat, sondern auch gemeinsame Nutzung. Gut, gehen wir in diese Fruchtfolge jetzt rein. Wir nähern uns gleich den Möhren. Und ich habe mal so ein Bild mitgebracht, das ist Luzernegras. Das ist im Vorjahr angesät. Das ist der erste Schröpfschnitt. Das ist mehr Kamille, die jetzt über den Winter angewachsen ist. Und hier steht jetzt die Luzerne. Die Bodenruhe ist jetzt da. Das Bodenpotenzial der Samenunkräuter, Ehrenpreise, Vogelmiere baut sich jetzt langsam ab über 2 Jahre. Die Ackerkratzdistel, die sich hier durchstößt, die wird umschattet. Die hat jetzt mit dem Licht Probleme. Dann wird sie geschröpft und muss aus dem Reservoir, Boden, muss sie dann sozusagen die Triebe neu finanzieren. Die wird ausgehungert wie ein Spargel, weil der Lichtgenuss ist nicht da und nach 2 Jahren ist die schlapp. Nicht ganz weg, aber schlapp genug, dass es nach dem Anbauzyklus eben reicht. Und das Futter muss weg, Feldfutter, also der Betrieb hat Tierhaltung, ist ganz wichtig, dass man sowas nutzen kann, weil sonst ist die Luzerne oder Kleegras zu faul. Wenn man das hier abmulchen würde, wäre so viel Stickstoff da, dass die ihre Knöllchen nicht anschmeißen. Also man muss erst Mangel erzeugen und die anheizen und so kann man das dann nutzen. Dieses Bild habe ich nur mitgebracht. Man sieht hier Kartoffeln und da ist für Toftrauen nicht. Es gibt in dieser Pestmanagement-Theorie gibt es ein schönes Buch und da steht eine Do-Nothing-Strategie. Also die ist ein bisschen witzig, aber die soll nur sagen, nicht alles, was schlimm aussieht, ist schlimm. Das ist die Sache, die dahinter steht. Und nehmen wir mal die Phytophthora ganz kurz. Ist eigentlich nicht meine Baustelle, Pathogene, aber es ist so, die Entmineralisierung im Boden, Belüftungsschub, es wird Stickstoff verfügbar an der Wurzel. Die Frage ist immer, wann setzt jetzt diese N-Limitierung ein? Also wann ist das aufgebraucht und wann hören die Kartoffeln auf, Ertrag zu bilden? Und das kann man über Zeiternten, was hier massiv gemacht wurde, eben rauskriegen. Dann sieht man, irgendwann ist das Laub grün, aber es kommt kein Ertrag mehr dazu. Und das sind pro Tag im Juli 4 bis 8 Dezitonnen pro Tag.
Ja, also da passiert dann ganz viel und die Frage ist immer, wann kommt die Phytophthora, die das terminiert? Und da gibt es dann Vorkeimen so als milde Geschichte, wo man einfach nur diese N-Limitierung nach vorne verlegt. Und die Phytophthora, die dann irgendwann kommt, Mitte Juli oder Anfang Juli, das ist genau die spannende Frage, das ist eine Risikostreuung. Den Ertrag, den man schon hat, den kann einem keiner mehr nehmen und so funktioniert das. Ja, da gibt es zwei Publikationen zu. Und es gibt auch ein Prognosemodell, die das ein bisschen über die blattfeuchte Länge und Phytophthora-Infektionszeitfenster ein bisschen modifiziert, indem man das mit den Blühterminen der Kartoffel kombiniert. Ne, das ist das Plus hier dabei. Und so hat man die Pflanzenphänologie mit. Und wir haben jetzt viele trockene Frühjahre gehabt, wo der Winter einfach in Sommer übergeht. Das war Phytophthora schlecht, ja, weil die konnte nicht, ne, aber es hat ganz viel Wirkstoff eben eingespart. Ne, also diese Entscheidungshilfemodelle, die sind ein wichtiger Baustein, werden von Öko und konventionell intensiv genutzt. Und wir haben seit vielen Jahren eigentlich nicht mehr so das Phytophthora-Problem, wie das mal vorher war. Es gibt aber auch milde Winter und das ist für die Nachfrüchte jetzt ein Problem, wenn Kartoffeln nicht abfrieren. Ich zeige immer aus dem Versuchswesen hier Sommergetreide. Diese Kartoffeln kriegt man auf Ökoflächen nicht mehr weg. Da kann man striegeln, wie man will. Und da muss man sich was anderes überlegen. Ne? Und da kommen Betriebsleiter dann immer auf wirkstofffreie Ideen und die schalten jetzt die Möhre hinterher. Ja, also zwei Hackfrüchte ineinander hat sich seit 20 Jahren bewährt. Die Kunst ist, den Damm unkrautfrei zu kriegen. Und das gehen wir in dieser Sequenz ein bisschen zurück. Diese saubere Dammkrone, ne, ist das Resultat einer Schwierigkeit. Möhrensamen wie Petersilie in Ihrem Garten, die keimt sehr langsam. Und die Beikrautfraktion ist immer schneller. Und es ist reine Nervensache, einen Tag bevor diese ganzen Keimlinge rauskommen der Möhre, die, ne, mit dem Abflammen der Unkrautfraktion hinzukriegen. Ja. Ich habe Respekt vor Betriebsleitern, die das hinkriegen. Es ist nicht alles homogen, da gibt es mal eine feuchte Welle, wie auch immer. Und hast du schon Möhren gesät? Nö, stehen noch in der Tüte auf dem Schreibtisch. Geht noch nicht. Und also es ist wirklich eine sehr interessante Sache, die man da, das wird ein bisschen angewärmt. Nach 4 Stunden ist man enttäuscht, das steht immer noch grün da. Aber nach 10 Stunden knickt das dann ein. Das wird nur durchgewärmt und die Proteine sind denaturiert. Nach 10 Tagen hat man hier so ein Bild. Ackerkratzdistel ist zu sukkulent. Ne? Die steckt das weg. Ne? Deswegen muss man nachhelfen. Das Interessante dabei ist, die Kartoffeln kommen ja auch raus. Und die Kartoffeln, nach Kartoffeln, ja, die sind voll mit Kartoffelkäfern. Und so traurig es auch ist für die Käfer, das Abflammen, ja, hat eine enorme Wirkung für die gesamte Fruchtfolge Befallsdruck. Also das darf man fast gar nicht sagen aus Tierschutzgründen, aber hier wird, das ist eine Fangfläche in der Möhrenfläche drin und dadurch, dass die Handernte dabei ist, da gibt es auch einen Film, wenn Sie die Domäne Frankenhausen mal anklicken, dann kommt die Handjäte und man kriegt den Bestand wirklich sauber. Und dann sieht es so aus. Fast konventionell, hätte ich gesagt. Das bleibt aber nicht so. Also das bis zum Ernte, also Reinschluss kommt nochmal und das ist ein sehr interessantes Habitat im September. Wenn Getreideernte war, ist die Landschaft leer und dann sitzen da die Rebhühner drin. Also das ist, am Anfang sieht das sehr ruppig aus, dann ist aber noch grün in der Landschaft und so muss man in dem Landschaftsmosaik eigentlich immer was vorhalten und da passen die Möhren jetzt sehr gut rein. Jetzt wollte ich ja zur Möhrenfliege noch ganz kurz sagen, dadurch, dass spät gesät wird, lässt man die erste Generation aus, die Fallen sind leer und das ist Ende der Flugzeit. Da kann man ruhig ein bisschen drin sein. Ne? Also gibt es von der SWAT, ja, dieses Modell vom JKI, was man kostenlos anklicken kann, das haben wir auch genommen. Die zweite Generation, weil sich ja nichts vorvermehrt hat hier in dieser Fläche, kommt der Befall von außen, was so rumsaust, die sind auch leer. Und dann hat man große Enttäuschung, man buddelt Möhren aus, ohne Ende, Hochdruckreiniger, nichts dran. Also dieses Schadbild bleibt aus, also angefressene Möhren. Und der Trick eben ist erst danach, dass diese Vorjahresflächenüberwinterung, also es gibt Möhrenfliegen in diesem Bestand, die überwintern da. Und im nächsten Jahr fliegen die von hier los. Und wo können sie hin? Es sind noch keine Möhren da, also müssen sie in die Nebenwirte am Straßenrand. Und als Möhrenfliege in so einem von Unkräutern umstellten Pastinake oder wilder Möhre zu sein, die auch nur beinige Wurzeln hat, das ist für die Population eigentlich eine Auslöschung. Ja. Und dann setzt man das System wieder auf Null und dann fängt man wieder an. Dadurch, dass ich jetzt von Jahr zu Jahr nichts aufbauen kann, ist das ein perfektes System, was wir nachträglich über diese Enttäuschung Möhrenfliegenprojekt, wir finden nichts. Seit 20 Jahren haben wir das auf 20 Hektar dort auf der Domäne.
Laubgesundheit ist auch noch eine ganz wichtige Sache. Das geht nur über Sorten. Man braucht Sorten, die laubstabil sind, um sie mit einem Klemmbadroder rauszukriegen. Und es ist viel Babynahrung dort als Aufkäufer dabei. Wenn das Laub in dieser triebigen Phase, wo die Pflanze noch wächst, abhanden kommt, dann bleibt das Nitrat stecken. Das wird nicht verstoffwechselt nach oben und dann ist Aberkennung. Also da mit den Nitratwerten kommt diese Pflanzengesundheit aus einem ganz anderen Aspekt da rein. Aber das geht mit Sorten, deswegen Landessortenversuche ist immer ganz wichtig, das unter Ökobedingungen zu spiegeln. Und mit der Spätsaatstrategie haben wir dann sozusagen den Pflanzenbau besprochen. Hat man eine Berechnungsoption auf der Dammkrone zur Risikostreuung? Schön. Die Beikrautgeschichte und alles andere, Nematoden, was es noch so gibt, ne? Es spielt keine Rolle, Fußkrankheiten, weil 5 Jahre reicht. Die Praktiker haben es ausprobiert, 4 nicht ganz. Also 5 Jahre und das ist die einfachste Beratung, ne, die man am eigenen Organismus erlebt hat, 5 Jahre reicht. Ne? Das ist der ganze Pflanzenschutz, kein Monitoring, keine Gelbfalle, nichts. Ne? Das geht einfach, ne, im Mai aussehen und fertig. Man kann das noch modifizieren über den Faktor Raum. Und das ist hier eine Vorjahresfläche, die fliegen müssen bis zur nächsten aktuellen Fläche. Das sind die roten, hier hinfliegen. Und es gibt so einen Begriff, das heißt Entfernung zur nächsten nächstgelegenen Vorjahresfläche. Und wir haben hier ein Projekt gehabt, wo wir mehrere Betriebe beprobt haben. Und der Rohdatensatz, das sind die einzigen Daten, die ich hier zeige, ist erstmal schockierend. Man sieht nicht so richtig was. Ne? Also so ein Schrotschuss, man muss sich erstmal rappeln. Ne? Und es ist von 0 bis 1400 Meter, haben uns die Anbauer freundlicherweise diese Achse produziert. Ne? Und man sieht nur an der Kontur, ne? Das ist die einzige Aussage, wenn man 1000, 2000 Meter weg ist, gab es bei diesen Betrieben in den Versuchen keinen Starkbefall mehr. Und der Betrieb, der das gesehen hat, am eigenen Leibe gespürt, hier Müller-Oelbke, der war einer von den Betroffenen hier oben, ne, und der hat das jetzt so umgesetzt, ne, dass er räumlich separierte, frühe und späte Möhren in einem Jahr auf seinem Betrieb machen kann. Aber er hält die 2 Kilometer ein. Und da hat er die Verkettung eben von der ersten und zweiten Möhrenfliegengeneration verhindert. Und der Faktor Distanz ist hier nochmal mit dieser Ressourcenhypothese verknüpft. Aber das ist ein bisschen wie Spieß umdrehen, ne? Weil es ist so viel Fläche da, dass die wenigen Möhren, ne, die hier in dem Abstand unterwegs sind, einfach verdünnt werden. Ne? Also man gibt denen zu viel, dass sie einen Schaden machen können. Und was an gebrochenen Möhren und so weiter ist, das ist im Promillebereich dann. Ne? Also man verdünnt den Schaden, ne? Also das ist nochmal andersrum gedacht. Und ja, so funktioniert das seit Jahren. Das nächste Fruchtfolgeglied, man hat auch im Weizen was von dieser Vorkultur im Möhren, weil das ist hier wegen Backqualität, geht man mit der Aussatzstärke etwas runter und hat aber in der Reihe hier, wo man auch nicht mit mechanisch mehr reinkommt, ganz wenig Beikrautdruck. Also das Fruchtfolgeglied nach dieser Radikalkur, ne, steht sehr gut da. Und ein Gärrest, das ist sozusagen von der Kleegrasphase übers Rind, Biogasanlage und zurück, ne, das hübscht das bedarfsweise auch ein bisschen auf. Das ist aber hufeigener Dünger, deswegen habe ich das hier so hingeschrieben. Und was man noch macht, ne, da ist Getreide auch wieder Hackfrucht. Ja. Man bringt hier Mitte Mai, ne, zeitlich vorverlegt, entweder Klee oder Luzerne mit rein. Das sieht dann so aus, ne, dass man hier diesen Standraum schon nutzt. Irgendwann im Mai wird es mal regnen. Deswegen hat man das Kleegras in dieser Phase schon vorher sozusagen in Startposition. Dann wird geerntet und der ganze Schlag ist ein Kleegras- oder Luzernebestand. Das haben wir in verschiedenen Varianten ausprobiert. Also eigentlich wäre jetzt Klee dran gewesen. Der Standraum hier, der ist nicht voll mit Klettenlabkraut oder solchen Sachen. Ne? Konventionell gedüngt wird das abgehen wie eine Rakete. Dadurch, dass das Bodenmikrobiom aber ganz sparsam nur ein bisschen Stickstoff freigibt und ans Wurzelsystem dann von den etablierten Weizen gibt, ne, schießt das nicht ab wie eine Matte. Ne? Also ich habe ein Foto noch gehabt, was ich hätte zeigen können, ne? Aber so zahm ist das dann eigentlich. Der Weizen hat mal gerade genug, ne? Man kriegt diese Qualitätssprung, Backqualität hin und damit ist das gegessen. Ein Beispiel noch, das sind die Gemüseerbsen, ist ganz schnell erklärt. Da geht es umgekehrt, ne, um den Erbsenwickler, der in Gemüseerbsen jetzt nicht gern gesehen ist. Man hat eine Nulltoleranz, ne, in der Tiefkühlware und da gibt es die Frühsaatstrategie. Das ist hier im April, die Pappeln sind noch ohne Laub und die Fallen sind leer. So ist es schön. Die Wickler überwintern in der Vorjahresfläche, die dann schon mit einem Getreide bestellt ist. Und da kommen sie dann, müssen sich auf den Weg begeben. Und so sieht es jetzt hier letzten Freitag aus, ein blühendes Feld. Und so wie jetzt eine schöne Wetterphase kommt, sind die Fallen voll. Ja?
Oh wei, ne? Das sind aber nur Männchen. Ne? Und die Männchen sind eher da, die Weibchen müssen Reifungsphase machen, dann müssen sich Männchen und Weibchen finden, dann müssen Eier gelegt werden, dann werden Eier gelegt, dann müssen erstmal aus den Eiern Larven schlüpfen. Und dieser Puffer von ungefähr 14 Tagen, der reicht aus, dass dann der Mähdrescher kommt. Die werden ja grün geerntet. Ne? Bis zur Reife wäre das eine Katastrophe. Aber man entzieht sozusagen die Ressource, senkt den Befallsdruck in der ganzen Region. Der ein oder andere Wickler schafft es. Ja? Und bei 800 Hektar Gemüseerbsen, hatte ich ja gesagt, Bio, ne? Da kommen schon einige Wickler zusammen. Also es reicht nicht, um das befallsfrei zu kriegen. Aber die Frühsaatstrategie, die hat sich seit 20 Jahren bei der Froster AG bewährt. Ne? Dann wird blanchiert und sortiert. Das hat zwei Produktionsstraßen, um die Warenströme getrennt zu halten für integriert und konventionell. Und dann ist das, was auf dem Etikett draufsteht, stimmt dann auch und ist nichts drin. Gut, wir gucken uns Temperatursummen da ein bisschen an. Der Wickler hat eine Temperatur Nullpunkt von 9 Grad. Und das, auch bei diesem heißen Sommer, den wir hatten, das rettet das ganze System. Weil die Erbsen sind gesät, 2 Grad Entwicklungsnullpunkt, und der Wickler fängt erst an bei 9 Grad, das ist Ende April. Und damit sind beide gekoppelt, die Nutzpflanze und der Schädling. Und da kann es heiß sein, wie es will. Dann sind beide sozusagen, profitieren von der Wärme oder Kühle, und deswegen funktioniert das bis heute. Jetzt dieses Phasenmodell als Zusammenfassung, also ich habe mir jetzt so als Layout-Regime gedacht, ökologisch integriert konventionell, dass man das nochmal in den Übergängen sieht. Direkt habe ich nochmal mit Zukauf und hier mit Hofeigen ergänzt, und das ist das Bild, was wir haben. Leider nicht metrisch, ich hätte das gern als Anwendungshäufigkeit, ne, oder Nutzungsfrequenz. Im Unter Glas sieht dieser Balken anders aus, im Ackerbau anders, ne, im Feldgemüsebau anders. Das ist so ein Durchschnittswert, das soll nur so einen Eindruck geben. Also hat keinen akademischen Anspruch oder metrischen Anspruch. Konventionell konnte man auf all diese Sachen eigentlich verzichten, weil man hat ja Spritzmittel. Deswegen hieß es früher auch Pest Control. Ja? Also eine resistente Sorte, es war noch gar nichts erfunden, was Gegenspieler wären. Das ist ja erst dann gekommen. Und das ist passé. Integriert nimmt jetzt zunehmend Elemente auf und sortiert die rein. Mit der anderen Farbe, die Wirkstoffe haben sich ausgetauscht. Pyrethroide gibt es immer noch, aber die haben sich jetzt zunehmend, tauschen sie sich aus. Und es findet sozusagen so ein Schlenker statt, ne, dass ein Nischendasein im Biomarkt von so einem BT oder so oder Granulosevirus dann hier die Kurve macht und plötzlich flächendeckend in diesen Ersetzungsstrategien drin ist. Die gleiche Formel, aber unter völlig anderen Rahmenbedingungen. Die Kosten sind für solche Mittel meistens sehr hoch und die Wirkungsgrade nicht so toll. Das heißt, die Neigung, viel Wirkstoff hier einzusetzen gegen Kartoffelkäfer, wie auch immer, die ist sehr gering. Das macht man mal als Beruhigung, man könnte, aber ist sofort wieder hier unten bei den pflanzenbaulichen Strategien. Die sind einfach zu teuer, dass man sich auf so etwas verlässt. Während hier ist es so, die Kosten sind relativ günstig, Wirkungsgrade sind auch viel besser, und es kommt nochmal hinzu, wenn man jetzt, auch wenn es nicht Gemüsebau ist, Getreide im Kopf hat, man hat die Fahrgassen sowieso, Vorauflaufherbizid, Nachauflaufherbizid, dann kommen die Fungizide, beim letzten Mal fahren überlege ich mir, nehme ich das Insektizid gleich mit, ist ja schon alles da, also das C hier, das profitiert sehr davon, dass schon vorher so viel war. Und die Hofgröße spielt eine ganz große Rolle. Ein 5000 Hektar Betrieb, der kriegt 30% Nachlass. Der hat ganz andere Ordermengen und Abschläge. Deswegen ist diese Formel, die summiert eigentlich all diese Sachzwänge als Wirkungsgefüge sehr anschaulich. Und die Ertragserwartung ist durch den Dünger natürlich nochmal eine ganz andere. Und diese Mischung aus Düngerzukauf, Produktivitätssteigerung gekoppelt mit schlechten Erzeugerpreisen, also auch wirklich die Menge machen zu müssen, das ist eigentlich das Resultat, was jetzt rückblickend diese 30.000 Tonnen pro Jahr in Deutschland eigentlich argumentiert. Es gibt hier auch Zukunftsdünger, ohne weiteres. Haarmehlpedals, all diese Sachen, das nimmt man Hof, also auch als Zukauf, in Grenzen aber. Aber die Hauptregeneration ist eben über die weite Fruchtfolge. Und wer weite Fruchtfolge macht, hat keine Kartoffelnematoden, hat all diese Dinge dann nicht, die Fruchtfolge bedingt durch die Enge dort da sind. Hier gibt es einen kleinen Austausch, es gibt natürlich auch Humuswirtschaft hier im Integrierten, aber das alles wird eigentlich gedeckelt durch diese Zukaufslösung für Mineraldünger. Damit fasse ich zusammen, welche Innovation für welches Anbausystem, die Frage steht im Raum.
Und ich wollte es mal ganz kurz und prägnant machen. Ne? Also phytomedizinischer Status hängt vom Anbausystem ab. Ich habe es mal so gemacht. Schadenswahrscheinlichkeit ist eine Funktion vom Anbausystem und das hängt wieder von der Stickstoffquelle ab. Wenn man das hier mal so ganz knackig nimmt, ne, hat man ganz viel erklärt. Was bei Pathogenen geht und Unkräutern, muss bei fliegenden Insekten, die laufen und fliegen können, noch durch Landnutzungsmosaik ergänzt werden, weil ein Landwirt, der als Nachbarn auch welche hat mit Möhren und die ein anderes Konzept machen, ne, deswegen Area Wide, ne, das spielt eine große Rolle. Ne. Aber wenn man sieht, dass es klappt beim Nachbarn, ne, ist die Anwenderakzeptanz extrem hoch. Ne, ökologische Landwirtschaft ist zurzeit das integrierteste Anbausystem und ressourceneffizient. Man denke an Phosphor und all diese Sachen. Ne, und diese Regenerierung im, ne, erweitert Spielräume für eine höhere Selbstregulationsmechanismen. Ne, das ist sehr spannend, das wissensbasiert zu verfolgen, ohne einen Zukauf an Produkten zu haben. Ne, so wollte ich es mal sagen. Und die Wirkstoffintervention, das ist ein Indikator für geringe Ökosystemstabilität, die sinkt. Ne, IPM und ICM, Integrated Crop Management, ne, ist ein Konzept. 2002 haben die das mal diskutiert an Fallbeispielen. Die sagten nur, dass IPM und ICM sehr eng beieinander gehören. Das ist nicht eine Zwischenstellung, ne, zwischen den beiden, sondern weil Dünger und Synthetische hier voll mit dabei sind, kann man nicht sagen, das ist so schon fast auf halbem Wege oder so. Ne. Also es sind wirklich getrennte Anbausysteme, auch wegen der Erzeugerpreise. Deswegen habe ich hier ICMÖ. Ne. Das ist das Integrierteste. Über den Pflanzenbau Pflanzenschutz machen und sich aus der Direktbekämpfung ganz raushalten. Das ist die Königsdisziplin des Pflanzenschutzes, das sage ich den Studenten. Sie müssen das nur anhören. Und die anwendungsreifen nicht-chemischen Alternativen, die wir jetzt im Folgenden besprechen und vorgestellt bekommen, die konkurrieren eben mit diesen meist kostengünstigeren etablierten Verfahren. Und wenn man nach Hebel sucht oder sich wünscht, ich sagte, es muss nicht homogen sein, dass sich alle sowas wünschen, dann ist einmal der Faktor Stickstoff, wenn man da ein bisschen dran dreht, dann werden ganze Kostengefüge rucken danach. Das ist als Stellschraube enorm effizient, sag ich mal so. Und es gibt hier von Möckel et al. Als Literaturhinweis, wo man auch über die synthetischen Wirkstoffe, über die Preisgestaltung nachdenkt. An Beispielen Frankreich, Dänemark und Schweden, wo das besprochen würde. Ich lasse das hier mal so drin. Das ist nur ein Literaturhinweis. Ne? Ich erwähne das Wort dazu jetzt gar nicht. Aber diese beiden Größen, ne, die ändern was am Wirkungsgefüge und dann ist sozusagen Wirkstoffverzicht, ne, eigentlich eine ökonomische, belohnte, ne, Strategie. Ne, aber der Stickstoff hier, ne, der ist es, ne, der eigentlich die ganze Sache erst sozusagen in Gang bringt. Gut, so sieht's aus. Das war das Thema. Ich hoffe, ich habe es nicht ganz verfehlt. Also integriert, ich habe die ökologischen damit reingeschummelt. Weil es sind ja die Integriertesten, die das auch können, mangels Möglichkeiten, ne? So sage ich es mal. Okay, ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit und freue mich auf eine Diskussion. Oh, jetzt habe ich doch fünf Minuten zu viel. Vielen Dank, Herr Dr. Sauke, für diesen Überblick. Ich weiß nicht, ob es jetzt direkt dazu eine dringende Frage gibt oder ob wir das vertagen in die Gesamtdiskussion in dieser Sektion. Nur eine politische Frage. Mein JKI. Ich habe eine kleine politische Frage. Denn Ihr letzter Satz, der sagte, ich habe den ökologischen Landbau hier mit reingeschmuggelt, obwohl er ja der integrierteste ist. Wir haben beim NAP seit Jahren ganz wenig Beteiligung des ökologischen Landbaus und bedauern das sehr. Wie könnten wir dazu kommen, dass der integrierte Pflanzenbau sich stärker am ökologischen Landbau orientiert, womöglich, oder zumindest zulässt, diese Ansätze mitzudiskutieren? Also wie nehmen Sie aus Sicht des ökologischen Landbaus Ihre Verantwortung auch für den integrierten wahr? Oha. Ich habe eigentlich mit einer anderen politischen Frage gerechnet. Aber ich muss den Ball zurückspielen. Ne? Ich würde sagen, diese Phasen fand ich auch so in der Vorbereitung ganz gut. Wir haben in diesen Phasen gezeigt, wie man enorm, ne, Produktivität aus einem Hektar rausholt. Und die Frage der nächsten Generation ist, wie mache ich das ressourceneffizienter, als es ist?
Und wenn man sparsam mit Düngemitteln umgehen muss, also es ist eine ständige Mangelbewirtschaftung in der Fruchtfolge, dann kippen eben diese Sachen ganz von selber. Und umstellen kann ja keiner. Wenn Sie einen integrierten Betrieb, entweder stellen Sie ihn um, dann haben Sie ein ganz anderes Preisgefüge. Und ein Betriebsleiter muss von dem leben, was er erwirtschaftet. Oft sind die Deckungsbeiträge besser für die ökologischen. Von heute auf morgen geht das sowieso nicht. Man muss sich erstmal ein Vertriebsnetz aufbauen. Und diese ganzen Sachen. Also deswegen Stellschraube. Also es wird sich im integrierten Bereich sehr viel ändern, aber diese Mitwirkung in integrierten Systemen ist eben wegen dieser Rahmenbedingungen so schwierig. Aber wir sind mit allen, also in diesem Projekt mit den Erbsen, da haben wir alle konventionellen Integrierten, wie auch immer, dabei. Und das ist, also ich lerne da sehr viel aus dem Bereich. Aber es ist wirklich wie so, was sind Sie? Integriert? Okay, dann geht es nach den Regeln. Zack, dann geht es nach den Regeln und so ist das. Gut.